Die Landschaften Saudi-Arabiens wirken wie von einem anderen Planeten. Eine von der Sonne verbrannte Welt, rund 6-mal so groß wie Deutschland, aber in weiten Teilen unbewohnt. Die Nabatäer siedelten seit 500 vor Christus im Norden der arabischen Halbinsel. Sie kontrollierten den Handel, vom heutigen Jemen bis zu ihren Siedlungsgebieten im Norden. Nahe dem heutigen Mekka liegt damals ein Knotenpunkt der Handelskarawanen. Aber der Ort ist auch ein religiöser Treffpunkt für die Beduinenstämme der Umgebung. Ungefähr so könnte Mekka mit der Kaaba in der Zeit des Propheten Mohammed ausgesehen haben. Der Legende nach fügte Mohammed den schwarzen Stein persönlich in die östliche Ecke des Bauwerks ein. Mekka bleibt das spirituelle Zentrum der islamischen Welt. Aber welche Form des Islam in Zukunft dominiert, ist eine der großen Fragen des 21. Jahrhunderts.